Nach dem Sturz bei Sturm der Liebe ist Leon sauer auf Paul. Er denkt, dass der Sportler absichtlich Geröll losgetreten hat, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Deshalb zeigt er Paul bei der Polizei an. Dieser beteuert jedoch, nichts mit dem Unfall zu tun zu haben. Schließlich wird er mit neuen Beweisen konfrontiert. Seine Schuhabdrücke befinden sich bei den Steinen. Währenddessen wollen die Schwarzbachs das Seegrundstück des Fürstenhofs in ihren Besitz bekommen. Allerdings haben sie sich auch eine List überlegt. Sie stiften nämlich einen Freund an, ebenfalls ein Angebot für das Grundstück abzugeben. Durch diese List wollen sie ihre Bilanzen fälschen. Allerdings erfahren Robert und Werner von dem Angebot. Um die Fassade aufrechtzuerhalten, müssen sie jetzt deutlich mehr Geld bieten. Einer weiß von dem Spiel allerdings Bescheid. Ob die Saalfelds bald von der Intrige erfahren, seht ihr am Mittwoch in einer neuen Folge von Sturm der Liebe um 15:10 Uhr in der ARD.